Ja, hallo, da bin ich doch noch einmal mit dem Gänsespanner. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich hier im Clip 1, 2, dass ich diese Schraube ausgetauscht habe. Und zwar habe ich die gegen so eine Imbusschraube mit durchgehendem Gewinde getauscht. Hat folgenden Vorteil: Ich kann also diesen Hebel hier wesentlich weiter zurückziehen, bevor ich die Achse hier montiere, und habe also auch so diesen größeren Spannbereich. So, wenn ich zu weit zurückziehe, komme ich hier nicht mehr an die Madenschraube ran. Also ein bisschen auf achten, nicht ganz so weit ziehen, kann man die Madenschraube noch gut festziehen oder lösen. Das ist also kein Problem. Man kann natürlich auch hergehen, diesen Schlitz etwas erweitern, dann hat man da überhaupt kein Problem. So, und um dieses Problem hier, wer jetzt keine Möglichkeit hat, sich einen Kettenspanner selbst zu bauen, nicht zu haben, dass der zurückspringt, gibt es eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit, gegen die Rückwand ein entsprechend dickes Stück Polystyrol oder Sperrholz, was auch immer gerade zur Hand ist, kleben, und schon passiert hier nichts mehr, weil sie kann einfach nicht mehr weg. Zum Kettenspannen muss man sowieso, um den Kettenspanner hier zu bedienen, muss man sowieso die Rückwand lösen. Und das ist auch nicht gerade das Wahre, habe ich auch eine kleine Erinnerung gemacht, die ich euch dann in einem späteren Clip noch zeigen werde. Tschüss dann.